Hi, willkommen, ich bin der Max und ich war letztes Jahr, ein halbes Jahr ungefähr, ein bisschen mehr glaube ich sogar, in Zentralamerika unterwegs. Also ich war in Mexiko, in Costa Rica, Nicaragua und Guatemala und ein paar Jahre zuvor sogar noch in der Dominikanischen Republik. Und heute möchte ich einfach mal so ein kleines Zusammenfassungsvideo machen. Was hat mir am besten gefallen? Was sind die Pros und die Cons der einzelnen Länder? Wo hat es mir mega gut gefallen? Wenn ich jetzt nochmal in Urlaub gehen würde oder eine Weltreise durch Zentralamerika machen würde, also Lateinamerika, wo würde ich hingehen von den Ländern? Ich kann natürlich nur von den Ländern berichten, wo ich auch schon da war. Falls ihr aber andere Länder habt, die ihr mega, mega gut findet, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare in diesem Kontinent, in diesem Bereich. Weil ich will in die Richtung definitiv nochmal rüber und es ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welche Länder irgendwie gerade cool sind, wo ich auf jeden Fall noch hin möchte. Aber damit ihr mal die Länder so ein bisschen einschätzen könnt, wo es bei eurer Backpacking-Reise oder bei eurem nächsten Urlaub hingehen könnte und was die Vor- und Nachteile der einzelnen Länder sind und ihr meinen Top-Favoriten in Zentralamerika wissen wollt, dann bleibt dran. Ich möchte eigentlich diese Länder jetzt nicht so ranken, weil es ist voll die persönliche Meinung und die persönlichen Erfahrungen, die man da halt in dem Land gesammelt hat, und es ist meistens nur so ein Mühunterschied, aber es gibt halt Vorteile beim einen, Vorteile beim anderen. Aber damit ich so eine kleine Reihenfolge habe, mache ich jetzt so ein kleines Ranking und müsste auf Platz 5 tatsächlich Dominikanische Republik nennen, einfach weil, das ist schon ein paar Jahre her, also es kann sich auch mittlerweile ein bisschen geändert haben, aber Dominikanische Republik war für uns damals eigentlich mehr so ein Hotelanlagenurlaub, weil es damals auch so war, dass du nicht alleine aus der Hotelanlage rausgehen solltest, weil es krass gefährlich ist, hat es geheißen zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht so well traveled, dass ich sagen könnte, okay, da kann man schon mal rausgehen oder nicht. Ich weiß nicht auch, ob sich das mittlerweile geändert hat. Es war ein cooler Urlaub tatsächlich, also wir hatten so ein All-Inclusive-Hotel und wir haben trotzdem ein paar Ausflüge gemacht nach Isla Saona, glaube ich, hieß sie. Ich habe damals auch einen Vlog gedreht und habe das jedes Mal falsch ausgesprochen, diese Insel. Das ist so die Bacardi-Insel und es war mega, mega cool. Verlinke ich euch auch mal hier hin den Vlog, dann kriegt ihr so einen kleinen Eindruck, wie es eben in der Dominikanischen Republik war. Aber wie gesagt, wir konnten damals nur geführte Touren machen durchs Land. War schon ganz cool, also mir hat Dominrep damals mega gut gefallen. Also mir gefallen eigentlich alle Länder da drauf. Aber ja, durch das, dass man sich halt nicht so frei bewegen konnte, muss es auf Platz 5 landen. Vom Preis her hatten wir damals ein relativ gutes Angebot, das Essen war gut und wir hatten eigentlich dann einen mega guten Urlaub. Also für nur so eine Hotelsache kann man das definitiv machen. Aber jeder, der so ein bisschen so mehr im Land unterwegs sein will und sowas, da sind die anderen Länder wahrscheinlich besser, außer es hat sich mittlerweile was getan. Auf Platz 4 ist schweren Herzens Nicaragua. Nicaragua hat mir auch mega gut gefallen. Wir waren letztes Jahr an drei verschiedenen Orten. Einmal in Granada in Nicaragua, dann noch in San Juan del Sur und dann noch auf Ometepe, einer Insel. Die Landschaft, muss man wirklich sagen, von Nicaragua ist mega schön und es war tatsächlich von Zentralamerika das günstigste Land, in dem wir waren. Also es gab das günstigste Essen, die Flüge waren gut und ja, auch die Unterkunftspreise waren da echt sehr, sehr günstig im Vergleich zu den anderen Ländern. Man findet da wirklich schon einigermaßen gute Unterkünfte für 10, 13, 14 Euro die Nacht. Essen ist lecker, je nachdem wo man ist, kann es auch mal ein bisschen teurer sein, aber 5, 6 Euro, dann ist man eigentlich da gut bedient. Warum bei mir Nicaragua hauptsächlich so weit unten ist, war einmal, dass halt doch sehr, sehr viel Müll rumlag. Also die Leute, gerade was Plastikmüll angeht, haben da gar kein Verständnis bisher, dass man halt seine Sachen nicht wegwirft, einfach so auf den Boden, die ganzen Plastiktüten und sowas. Also da wird praktisch Getränke in Plastiktüten gekauft mit einem Plastikstrohhalm, das wird ausgetrunken und am Ende, wenn es fertig ist, aus dem Bus rausgeschmissen, aus dem Fenster. Und du denkst einfach nur so, oh, warum? Und auch der Strand war teilweise halt echt, jeden Morgen, nachdem irgendwelche Partys oder sonst irgendwas am Strand war, war das halt voller Müll. Und du denkst dir halt, warum? Das muss einfach nicht sein. Es sind nicht nur die Einheimischen, aber es waren auch eh zu dem Zeitpunkt nicht viele Touristen da. Das ist einfach ein bisschen schade, dass die Mentalität da ja nicht so auf die Natur geachtet wird. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also ich habe da echt regelmäßig am Strand dann Müll zusammengeglaubt und immer was mitgenommen und zum Mülleimer getragen. Und es war halt schon ein bisschen schade. Und Granada zum Beispiel, die Stadt fand ich jetzt auch nicht so mega schön. Also die Stadt an sich war schön, aber sie war halt unglaublich laut. Es gab eine Straße, da ist halt Partymeile ohne Ende, aber halt so super unentspannt und laut. An der einen Straßenecke ist einer, der mit seiner Musik grölt und direkt gegenüber nochmal ein anderer, der nochmal mit anderer Musik dagegen schießt. Und du denkst einfach nur so, Leute, warum? Aber ansonsten, Ometepe war ein unglaublich geiler Vibe und das hat mir mega, mega gut gefallen und das hat auch wirklich nochmal
Nicaragua nach oben gepackt. Aber auch die Stadt San Juan del Sur war zwar teilweise auch ein bisschen lauter und ein bisschen voller Müll, aber du konntest trotzdem so ein paar Ausflüge machen. Es gab das Tricasa, was ganz cool war, so voll modern und so voll schick. Aber auch am Strand konnte man die Rochen beim Surfen in den Wellen beobachten und mit denen mitsurfen. Das war richtig cool. Also es waren auch mega Erfahrungen. Von dem her, es ist von der Natur her wirklich ein schönes Land. Die Menschen sind ein bisschen, auch nicht alle natürlich. Wir hatten einen super netten Taxifahrer. Auch natürlich super günstig, wenn man irgendwo hinkommen möchte. Ich habe auch mich mit einem Einheimischen unterhalten. Der war auch super nett. Also es gibt natürlich auch super nette Menschen, aber so das grundsätzliche Verhalten von der Masse war ein bisschen so nicht mein Vibe tatsächlich. Auf Platz 3 muss ich sagen, Costa Rica mit Vorbehalt, weil ich war halt in Costa Rica einfach nur 2 Wochen und habe nur eine Seite von Costa Rica sehen können. Und es war eine mega schöne Seite. Wir hatten zwar auch damals ein bisschen Pech mit Wolken und Regen und Erdbeben in Costa Rica, aber trotzdem hat es auf Platz 3 geschafft. Costa Rica war für uns das teuerste Land und es spiegelt, glaube ich, das eigentlich auch wieder, dass Costa Rica einfach in Zentralamerika einfach eins der teuersten Länder ist. Dafür soll es aber auch eins der sichersten Länder sein. Wir waren damals in Tortuguero noch, also an der Karibikküste von Costa Rica. Sehr, sehr wilde Karibik, kann man nicht baden. Im Pazifik, da geht es wohl mit dem Baden. Da waren wir leider nicht so die Ecke, das hat mir da ein bisschen gefehlt. Dafür war es eher so Natur und man hat Krokodile gesehen. Tatsächlich so das Wildlife war schon sehr, sehr cool. Papageien, ich weiß gar nicht, wie die anderen alle heißen, und Wasserdrachen und Affen und Faultiere. Also da kann man schon super viel sehen. Und deswegen muss ich es auch im Ranking einfach ein bisschen nach oben tun. Selbst wenn ich noch nicht alles von dem Land gesehen habe, möchte ich auf jeden Fall nochmal hin und mir die andere Seite nochmal anschauen, die Pazifikseite oder weiter oben in den Norden. Es gibt ja super viele verschiedene Klimazonen in Costa Rica. Am Anfang hat uns das ziemlich abgeschreckt, weil jeder auch immer gesagt hat, hey, Costa Rica ist schön, aber super teuer. Deswegen ist es für einen kleinen Geldbeutel vielleicht immer ein bisschen weniger was. Wir haben tatsächlich auch in diesen paar Wochen echt viel Geld ausgegeben. Die Kostenvideos kommen jetzt dann auch noch für diese Länder, wo ich jetzt gerade gesagt habe, da habe ich noch nicht alle abgedreht. Die kommen jetzt aber auch noch bald. Also Kanal abonnieren, falls ihr das nicht verpassen wollt. Aber auch durch das, weil wir nur so kurz waren und der Flug damit drin ist. Und wir haben auch Ausflüge gemacht mit dem deutschsprachigen privaten Führer. Das ist natürlich dann auch nochmal ein bisschen obere Preisklasse, aber wir wollten nicht so selber Auto mieten und rumfahren, das war uns irgendwie für die Zeit zu stressig. Deswegen haben wir da ein bisschen mehr in die Tasche gegriffen und noch mehr bezahlt, als es eh schon teuer ist. Aber Costa Rica ist auf jeden Fall super abwechslungsreich und man kann da super viel machen und da hat man auch eine richtig, richtig gute Zeit. Da will ich auf jeden Fall noch mehr sehen von dem Land. Auf Platz 2 ganz knapp, weil ich einfach ein bisschen länger dort war und ein bisschen mehr Facetten sehen konnte, war Guatemala. Wir waren da in Antigua, wir sind direkt in Guatemala City gelandet und gleich nach Antigua gefahren und haben da einen Monat verbracht, weil dort auch die ganzen Vulkane sind und du hast einfach da so viele schöne Routen, die du machen kannst. Antigua an sich ist schon eine wunderschöne Stadt. Ich habe euch dazu auch Videos gemacht. Ihr findet die alle unten in der Infobox oder einfach auf meinem Kanal und eingeben Guatemala, dann findet ihr alle Videos da dazu. Und die Stadt ist halt so richtig schön kolonial aufgebaut, so in so Quadraten, und innen hast du halt total viele schöne Innenhöfe mit Grün und Garten und Brunnen und sonst irgendwas. Also an sich, die Stadt ist schon mega schön und dann ist die so in einem Tal umgeben von Vulkanen und du kannst halt deswegen auch super viele Ausflüge machen. Wir hatten halt ein mega Highlight der kompletten Weltreise, war einfach einen Vulkanausbruch live mitzuerleben. Also es war eine geführte Tour, du hikst da einen ganzen Tag gefühlt hoch, kommst dann irgendwann nachmittags am Camp an, hast einen mega Blick auf den Vulkan und am Abend siehst du einfach die Lava sprühen und so. Also es war für uns wirklich gigantisch, ein mega Highlight. Aber auch der Atitlansee, der dann in der Nähe ist. Mega schöne Natur, auch in den Bergen. Du hast lauter kleine Dörfchen drumherum, die alle so ein bisschen anders sind. Und das fand ich auch einfach mega gut, auch wenn es mir damals nicht so gut ging tatsächlich, als wir dort waren. War es einfach mega schön und du konntest günstig was essen. Guatemala ist gerade, wenn man außerhalb von Antigua ist. Antigua ist ein bisschen hochpreisiger, so was das Essen gehen angeht. Aber wenn man da ein bisschen außerhalb ist, wird es gefühlt schon um die Hälfte günstiger. Und du hast das Hobbiton, das Miradora, wo du halt einfach auch einen mega Blick auf den Vulkan Fuego hast. Du kannst direkt von der Stadt aus auf das Cruz hochlaufen. Das ist so ein Kreuz und auch so ein kleiner Berg, wo du dann einen schönen Blick runter auf die Stadt hast. Und wenn man dann sogar noch ein bisschen weiter geht, also hinter den Atitlansee,
kommst du sogar noch ans Meer und kannst surfen. Und deswegen ist auch da mega was geboten in Guatemala. Und ja, das mit dem Meer haben wir tatsächlich nicht mehr gemacht, aber das wäre bestimmt auch noch mega das Highlight gewesen. Ja, also deswegen, Guatemala hat halt auch so ein Gesamtpaket von allem. Was Guatemala, was wir zumindest nicht gesehen hatten, waren Wasserfälle. Und Wasserfälle hatten wir zum Beispiel in Nicaragua und Costa Rica einige, wo man halt auch teilweise drunter stehen konnte. Und das, ich liebe ja Wasserfälle. Und wenn ein Land viele Wasserfälle hat, ist halt einfach geil, ne? Wasserfälle haben wir bei den anderen zwei Ländern mehr gesehen. Und auf Platz 1, wenn ihr aufgepasst habt, Mexiko. Warum Mexiko? Das steht ja auch schon im Thumbnail. Warum ist Mexiko bei mir auf Platz 1? Mexiko ist super vielfältig. Du hast auf der einen Seite Richtung Holbox, Playa del Carmen, Tulum, Cancun, diese krassen weißen Strände mit türkisem Meer, was halt einfach mega schön ist. Wenn gerade nicht super viele Algen da sind, das war bei mir so ein bisschen so ein Minuspunkt, weil doch viele Algen bei uns damals da waren. Aber zum Beispiel auf Holbox war es dann schon echt mega schön und einfach dieser Vibe in Mexiko ist halt ein komplett nochmal anderer. Und da konnte keins der anderen Länder so richtig mithalten, weil es alles so gechillt war und viel Party natürlich, aber es gab auch so ruhige Momente. Ich bin ja auch nicht so der Partymensch, aber du kriegst da halt irgendwie alles, was du willst. Du kannst super viel exploren und es ist halt auch einfach super abwechslungsreich. Also wir haben ja tatsächlich in Playa del Carmen gestartet, sind dann runter Richtung Tulum. Da hat es uns nicht ganz so gut gefallen. Ist auch sehr, sehr hochpreisig. Da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Dann sind wir nach Bacala, was halt auch nochmal was völlig anderes war. Und sind da einfach im Süßwasser, das aussieht wie bestes, schönstes Meerwasser, in der Zenote baden gegangen. Und du hast halt allgemein, diese Zenoten sind einfach immer so Süßwasserlöcher. Und Löcher klingt hier ziemlich negativ. Nee, es ist kristallklares Wasser teilweise. Mega schön und das hast du halt in Mexiko halt mit am meisten. Im Bacala wieder die Los Rabidos, wo so Stromschnellen sind, die aber auch mega schön blau sind. Also, oh, es ist einfach herrlich dort gewesen. Und das alles nur so an der Karibikseite. Dann sind wir nach Valladolid. Das ist dann so eine kleine Kolonialstadt, bisschen mehr Inland. Von da aus kannst du aber trotzdem wieder in Zenoten gehen, kannst da vom Türmen springen, runterspringen, kannst dir aber auch die Maya-Tempel anschauen. Also da gibt's halt wirklich super viel allein schon auf der Seite. Und auch vom Preis her ist Mexiko eins der günstigeren Länder. Klar, kommt auch immer regional an, wo man gerade ist. Tulum immer ein bisschen teurer. Und da muss man einfach gucken, wo man gerade ist und ein bisschen Preise vergleichen, weil teilweise ist es schon echt teuer, auch muss man sagen, mit dem Trinkgeld, da sind die Mexikaner sehr episch drauf und drängen teilweise ein bisschen zu mehr Trinkgeld zu geben und schreiben es schon ein bisschen dazu, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber grundsätzlich ist der Preis schon sehr, sehr niedrig. Und du kommst auch einfach von der Infrastruktur super leicht von einem Ort zum anderen. Und manchmal kann man sich dann auch, gerade wenn man ein bisschen mehr Leute ist, ein Taxi nehmen und dann fährt man halt mal 50, 60 Kilometer mit dem Taxi und es ist dann auch bezahlbar. Also da einfach ein bisschen gucken, lasst euch nicht abzocken. Manchmal versuchen sie es natürlich. Habt einfach auch immer noch so einen gesunden Menschenverstand. Kann das okay sein? Ist es in Ordnung, der Preis? Und wenn ihr nicht, dann geht ihr einfach erstmal weiter. Und dann sollte da eigentlich alles gut gehen. Und besonders, und das hat mir zum Beispiel mega, mega gut gefallen, wenn man ein bisschen abseits ist. Wir sind ja dann noch nach Puerto Escondido geflogen, das ist in Oaxaca, also weiter unten. Also nicht auf der Karibikseite, sondern auf der Pazifikseite. Und das war einfach auch nochmal ein ganz anderes Level von Entspanntheit. Es waren viel weniger Touristen da, es war trotzdem aber mega cool zum Surfen oder so. Du hast vielleicht nicht unbedingt diesen weißen Sandstrand mit dem türkisen Meer, du hast eher so ein bisschen ein roughes Meer, aber trotzdem gibt es genügend Strände zum Baden, zum Surfen und das hat mir einfach auch mega gut gefallen. Aber es gibt natürlich auch noch landeinwärts einige coole Sachen und richtig schöne Städte. San Cristobal, habe ich gehört, soll mega, mega die schöne Stadt sein. Ich habe es leider verpasst, aber nächstes Mal, wenn ich in Mexiko bin, dann ist es auf jeden Fall auf meiner To-Do da drauf. Und einfach im Großen und Ganzen, die Menschen waren super freundlich. Ich habe mich zu keiner Zeit in keinem Land eigentlich richtig unsicher gefühlt in der Zeit. Aber auch in Mexiko, wo man ja immer so den Ruf hat, hey, da ist voll gefährlich und so. Ich hatte wirklich zu keinem Zeitpunkt irgendwie, dass die Mexikaner mir irgendwas antun wollen. Gerade im Gegenteil, wir waren alle super nett. Kleiner Tipp auch da am Rande zu allen Ländern. Es ist gut, wenn man ein paar Brocken Spanisch spricht und versteht. Da kommt man auf jeden Fall immer ein bisschen weiter wie nur mit Englisch, weil ich war tatsächlich überrascht, dass da in Lateinamerika kaum jemand Englisch spricht. Also ein bisschen, ein paar, aber tatsächlich jetzt nicht so mega. Da ist man mit Spanisch schon ein bisschen besser dran. Aber es klappt auf jeden Fall auch ohne Spanisch. Man muss vielleicht sich ein bisschen mehr durchfragen. Es gibt immer wieder hier und da Leute, die
auch Englisch sprechen natürlich. Aber ich war ein bisschen überrascht und dachte, da spricht jeder Englisch. Das ist definitiv nicht so. Ich hoffe, euch konnte das Video weiterhelfen. Wenn ihr noch mehr über die Länder sehen wollt, dann schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Es gibt zu jedem Land schon einige Videos auf meinem Kanal online. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao.